Auf jeden Fall kommt die Anzeige, Sachbeschädigung. Ich so, oh, warte mal. Was waren das jetzt? Welches waren diese? Welches haben sie mich? Können Sie präziser werden? Also ich habe Vertrauen in den deutschen Rechtsstaat und in das Justizsystem. Ist ein gutes erstes Vorwort, ja. Ja. Hast du Vertrauen drin? Doch schon. Dann kann ich dir in meinem... Alter, ich bin so winzig gerade. Der kleine Robin vor mir. Ich habe mal den Stuhl gewechselt und mir jetzt den Kopf kleiner als Dino, weil ich auch noch dazu eine schlechte Körperhaltung habe. Aber ich kann dir sagen, wenn du Vertrauen in den Rechtsstaat hast, meine Bio kann dir dieses Vertrauen vielleicht etwas nehmen. Bio ist für mich Abfall. Ja, Gott, Alter. Hallo und herzlich willkommen beim neuen Brennpunkt Hörerwunsch. Und es ist nicht irgendein Hörerwunsch, es ist der beste Hörerwunsch aller Zeiten. Und der 10. schon oder der 9.? Also da wir jetzt die Schweiz dazwischen geschoben haben, ist das wahrscheinlich jetzt der 11. sogar. Wow. Ja. Ich habe gedacht, das hier könnte das große Jubiläum werden, die 11, aber den Schweizer fand ich so geil, da machen wir den zur 10. War ja auch dringender, weil ja die Person, die das bestellt hat, ja auch in die Schweiz fährt, genau. Und deswegen war das... Da war Not am Mann. Hatte Priorität. Ja, das musst du dir vorstellen. Fuck, Alter, ich fahre morgen los, was muss ich noch machen? Sachen packen, anziehen, 20 Euro an Brennpunkt Internet, oh, schnell. Also wenn auch ihr euch informieren müsst über oder nicht informieren wollt über eine Thematik, wenn ihr eine Arbeit schreibt, eine Bachelorarbeit schreiben müsst, ja, wenn ihr... recherchieren müsst, tut es nicht, zahlt uns 20 Euro und wir klären euch auf von vorn bis hinten. Wir machen das. Und wie wir das machen, das hört ihr dann im Schweiz-Podcast, wenn ihr den noch nicht gehört habt. Genau. Schön. Also Tino, heute geht es aber um ein ganz anderes Thema. Es geht nämlich um unsere verjährten Straftaten. Sind die alle verjährt, ja? Das ist die Sache. Ich habe mir jetzt eine Liste gemacht. Kannst du eigentlich überhaupt nicht drüber reden. Ich habe halt wirklich mich 2 Minuten hingesetzt, angefangen es aufzuschreiben. Auf einmal war halt so eine Seite voll. Und... Sie haben eine Straftat begangen. Ich habe jetzt nicht bei allen Straftaten extra gegoogelt, ob die schon verjährt sind. Also vielleicht bewege ich mich auf dünnem Eis. Und ich muss vielleicht auch ein Vorwort dafür. Also wir haben, glaube ich, verschiedene Straftaten. Du hast ja eher so Anecken mit Persönlichkeiten, so wie ich das einschätze. Ja. Und ich habe mehr so, ja, halt Scheiße bauen. So. Und ich muss natürlich den großen Disclaimer vor alles setzen, das ist alles nicht wirklich passiert. Es ist alles rein fiktional. Es ist alles rein fiktional. Es ist nicht passiert. Ich erzähle euch jetzt quasi eine Geschichte und ich wähle den Ich-Erzähler. Man weiß ja, dass der Erzähler nicht gleich der Erzähler ist. Also nicht der Geschichtenschreiber ist auch das lyrische Ich. Richtig. Das muss man immer betrachten bei dem, was ich heute erzähle. Nichts davon ist wirklich passiert. Auch wenn die bösen Onkels singen Türken raus, ist es immer aus einem lyrischen Ich zu sehen. Kannst du es endlich mal lassen? Die bösen Onkels haben dir nichts getan. Ich habe dich gerade in Schutz genommen, ja? Das ist Kunst. Ja. Das ist keine rechtsradikale Musik gewesen, das war Kunst. Es ist auch immer noch Kunst, das ist zeitlos. Sag ich doch. Wir sollten das mit ins Weltall schicken für die Elsass. Oh Gott, die armen Aliens. Ja. Hast du wirklich dran geglaubt? Ja, oh, also es geht um unsere verjährten Straftaten. Davon gibt es einige, aber vielleicht den kleinen Disclaimer wirklich noch extra. Da sind teilweise Sachen dabei. Ich berichte jetzt erzählerisch von fiktionalen Events, die vielleicht in der Kindheit oder in der Jugend ganz lustig sind. Aber das kann man natürlich nicht gutheißen, was da teilweise passiert. Die hätten passieren können, die aber nicht passiert sind. Genau. Aber es hätte so stattfinden können. Und hätte es so stattgefunden, wäre es so passiert, würde ich heute natürlich sagen... Sollte man nicht machen, vieles davon. Sollte man wirklich nicht machen. Aber bei diesen Erzählungen, ja, bei diesen rein fiktionalen Erzählungen, da sind natürlich auch viele Sachen dabei, wo ich auch heute noch sagen würde, ist okay, weil es ist jetzt nicht so krass jemand zu Schaden gekommen. Es sind nicht so viele gestorben dabei, es war überschaubar. Ja. Und ich sitze nicht im Gefängnis, von daher ist alles ja ich hab gut das gelaufen. Neulich, ich habe das neulich mal bei einem Stream ausführlich erzählt, deswegen mache ich das jetzt hier nicht nochmal. Aber sowas wie zum Beispiel ein Hausfriedensbruch, ja? Wenn ich für einen ist ja nischt. Ja, naja. Ja. Wenn ich für ein Video einfach mal irgendwo auf ein Dach klettere und da runterspringe oder was auch immer, dann ist das halt Hausfriedensbruch. Ja. Aber ich mache nichts kaputt, es kommt keiner zu Schaden, außer vielleicht ich selber. Und dann würde ich halt nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie verwerflich finde. Wenn ich jetzt jemanden Messer in den Hals ramme, dann ist es Mord, rein technisch gesehen. Und wenn ich es für ein Video mache, ist es Kunst, genau. Real life, ein soziales Experiment. Mein lyrisches Ich hat das Messer in diesen Hals reingesteckt. Genau, also alles fiktiv, es ist alles nicht passiert, was wir hier erzählen. Nein. Aber es hätte passieren können. Ihr wisst ja, was ich meine, nur für den Fall, dass ich vielleicht mal von einem Verbrechen jetzt berichte und dann darüber lache.
Ich verurteile das natürlich trotzdem, sofern da jemand zu Schaden gekommen ist. Heute lachen ja alle. Das sind halt, das sind kleine Jugendstreiche. Da vergewaltigt man halt mal eine Frau. Das passiert halt. Man muss halt sich in der Jugend seine Hörner abwetzen, damit man im Alter, in der Reife, dann nicht irgendwie so ein Loch in sich hat, ja. Und heute ist Kevin. Und selbst vergewaltigt und wird. Heute ist Kevin 5 Jahre, wir können alle darüber lachen. Eben. Von daher ist alles in Ordnung. Nein, der Punkt ist doch einfach nur folgendermaßen. Man baut halt früher mal Scheiße und wenn man das nicht macht, macht man später Scheiße und dann ist es nicht so gut, weil dann geht man irgendwie... wirklich Leute ausrauben oder sowas. Kenne ich auch Leute, die hier in Weimar irgendwie in Wohnungen eingestiegen... Okay, habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe aber nur einen Messbecher mitgenommen, ja. Da war halt der Balkon auf. Ist egal, wir kommen gleich dazu. Verstehe ich überhaupt nicht. Das habe ich in meiner Liste nicht drin, ist mir gerade erst wieder eingefallen. Da war ich in so einer, also das lyrische ich jetzt, ich sag's nicht jedes Mal wieder. Nee. Da war ich in so einer Hintergasse und da war halt der Balkon auf. In dem einen Zimmer hat jemand Fernsehen geguckt, in dem anderen Zimmer war halt niemand, aber das Licht war an. Und es war halt einfach ein Witz, da reinzusteigen, einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Und als Trophäe hat man halt so einen Messbecher mitgenommen. Das sind doch ganz wenn die normale... jetzt backen wollten am Abend noch oder am nächsten Tag, ich hatten keinen Messbecher mehr. Das ist auch war schuld. Das ist auch eine Sache, die ich moralisch nicht vertreten kann. Ja, definitiv. Bei Kuchen hört der Spaß auf. Bei Kuchen TV hört auch der Spaß auf. Der wurde entmonetarisiert. Und hat dann seine Community dafür so ein bisschen angekackt, weil sie ihn ja nicht so unterstützen. Nicht so wie unsere Community, die uns für 20 Euro Brennpunkt Hörerwunsch einfach kauft. Danke dafür. Ich weiß übrigens gar nicht, wann wir angefangen haben, aber bei 19. So einem geilen Thema, okay, bei 19. Mit 19 habe ich auch mit meinen kriminellen Taten angefangen. Echt, habe ich aufgehört. Na, wir sind halt ein bisschen anders. Nee, ich habe auch mitgemacht. Okay, ja, das war mein Vorwort, jetzt vielleicht du nochmal ein Vorwort, weil bei, wie gesagt, bei dir sind die Verbrechen ja ein bisschen anders. Ja, da ist auch die Frage so, reden wir über Sachen, von denen wir erwischt worden sind? Nee. Oder geht es echt nur um Sachen, wo wir wirklich mit der Polizei in Kontakt waren? Ja, weder noch. Oder wo es halt Anzeigen wirklich gab. Nein, ich habe schon viel gemacht, was halt auch nicht entdeckt worden ist. Ja, eben, also da würde ich schon auch drüber reden, weil tatsächliche Anzeigen habe ich nur 3 Stück. Ja. Und das ist gar nicht viel. Da hatte ich ja sogar ich mehr jetzt, ja. Ja. Also deswegen würde ich schon, also du kannst es natürlich völlig frei entscheiden. Ja, keine Frage. Aber bei dir sind ja definitiv andere Sachen passiert. Ja. Du kannst ja irgendwie mal eine Einleitung geben, was eher also, so deine Konflikte waren. Naja, ich bin ja, wie viele wissen, seit 2012 in der Partei Die Partei unterwegs. Mit jungen 18 Jahren fing ich da an. Ja. Und war da auch relativ sehr schnell sehr forsch drin und war auch relativ schnell aufgestiegen in der Partei. Bin auch schon nach ein oder zwei Jahren zum Landesvorstand gewählt worden, also als Stellvertreter gewählt worden. Und war davon so beflügelt, dass ich halt immer auch sehr nach vorne geprescht bin. Mit meinem lieben Kollegen und Genossen Niklas Hüttner, wir sind quasi gemeinsam groß geworden in der Partei und wir haben zusammen sehr viel Quatsch gemacht und haben Anzeigen kassiert. Beleidigungen, Verleumdungen, Volksverhetzung, alles dabei. Mhm. Aber auch andere Sachen, die nichts mit der Partei zu tun haben, habe ich gemacht. Also es fängt an mit Kleinigkeiten, wie als Kind mal irgendwie ein Überraschungsei mitgenommen. Du Schlingel. Habe ich einmal gemacht bei uns im Bäckerladen. Im Dorf und aber auch in meinen Zeiten, als ich noch so ein bisschen in dieser linken Szene unterwegs war, habe ich auch mal Sachen gemacht, aber die waren alle nicht schlimm. Aber da gab es auch mal Hausfriedensbruch, weiß ich noch. Einmal, da bin ich vor dem Bullen auch weggelaufen. Vor der Polizei? Nee, vor du Bullen. Redest wie ich ein rede Krimineller. Ich rede von männlichen Rindern. Ach so. Alter, cool. Warst du bei Jackass dabei? Vor dem musste ich, richtig, da war ich dabei. Okay. Ich war halt der kleine Dicke. Ah. Jedenfalls, wir wollten mal zu einer Demo gehen, wo Nazis sind. Und wir wurden halt dann nicht hingelassen. Und dann sind wir halt mal über so einen Garten gelaufen. Und da haben wir auch mal eine Anzeige bekommen wegen Hausfriedensbruch. Beziehungsweise wurde sie uns angedroht, aber sie kamen nie bei uns an. Also es war nur eine Verwarnung offensichtlich und die wollten uns Angst machen, die Polizisten und die Bullen, die dahinter gelaufen sind, die Rinder. Und das war so mein Einstieg in die kriminelle Szene. Aber wir haben hier niemanden geschadet und es gab auch keine Folgen davon. Ich bin hier gerade im Hintergrund ein bisschen am Machen und am Tun. Do it. Ich wollte nämlich noch rausfinden, wer das war. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich kann es nicht komplett... Entweder war es Max oder es war Jan. Ich kann es gerade leider nicht sagen. Ich bin relativ sicher, jetzt dass es Max raus, war. Jetzt kommt's raus, ihr.
Aber im Endeffekt sind halt beide geile Typen, weil beide haben uns, ihr habt die einfach zusammengekauft jetzt. Max und Jan, vielen Dank für die 20-Euro-Donations jeweils. Danke. Jan, Dominik oder Maximilian. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, weil die innerhalb von sehr kurzem Abstand ankamen. Aber ich glaube, es war Max. Aber danke an beide trotzdem. Gut, jetzt bin ich aber auch voll bei dir. Danke. Du kleinkrimineller Parteigenosse. Wie viele Anzeigen hast du denn insgesamt dann? Also ich glaube, es waren 5 insgesamt, die gegen mich gelaufen sind. Oder als, es gab auch mal den Fall, als eine Anzeige gegen mich gehen sollte, aber sie hat mein Genosse quasi abbekommen, weil sie dachten, dass er ich wäre. Oh, okay. Das war 2013, 14, irgendwie sowas, Bundestags- oder Europawahl. Mir ist gerade noch eine 4. eingefallen, ja. Mhm. Und wir haben Wahlkampf gemacht, ja, das war in der, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber Niklas, wie gesagt, der war immer mit dabei. Ich will jetzt wirklich keinen Namen nennen, aber Niklas war halt dabei. Er hat das voll ausgeschlachtet, diese ganze Geschichte, deswegen ist das völlig in Ordnung. Okay. Und noch eine Person, die ich aber nicht nennen möchte, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte. Sie ist jetzt auch in anderen Gefilden unterwegs, wo es vielleicht nicht so gut ist. Jedenfalls waren wir in Erfurt auf dem Anger und da waren verschiedene Parteien, ja, da war die FDP, die CDU, haben Wahlkampf gemacht, wir eben auch. Mhm. Wir sind ja auch eine Partei, was viele nicht wissen. Und da hat so ein FDPler hatte solche kleinen Fähnchen und so Windräderchen mit FDP-Logo drauf gehabt und haben die so Kindern gegeben. Mhm. Da habe ich so gesagt. Das ist schon Volksverhetzung, finde ich. Reicht eigentlich die armen schon. Kinder. Reicht schon. Ich habe aber ihn nicht angezeigt, aus Höflichkeit. Und weil ich Kinder hasse. Mhm. Und da habe ich dann auch zu ihm gesagt, nachdem er wieder so ein kleines Kind so eine Fähnchen mitgegeben hat. Aber sie können doch kleine Kinder noch nicht so versauen. Ach, und das war's jetzt? So, das war das Erste. Da hat er, das ist Anzeige. Da hat er gesagt, was, sie nennen mich einen Kinderschänder, ich zeig sie an. Hm. Ich so, haha, ja, klar, lol. Und dann kam er, nee, ich rufe, sie nehmen das sofort zurück. Da habe ich gesagt, ja, ich habe gesagt, sie sollen kleine Kinder nicht so ruinieren, ja, mit einem Fahren. Ich habe sie nicht Kinderschänder genannt. Doch, ich habe ja noch 3 Kollegen, die haben das auch gehört, ne? Ja, haben auch gehört. Und da habe ich gesagt, da ruft Hunder Polizei. Hat auch gemacht, hat dann angerufen und da habe ich halt gewartet, bis die kommen. Aber dann kam mein Zug, ich musste dann zum Zug irgendwann gehen und die kam ewig nicht. Und meine Genossen Niklas und sind da geblieben und dann lief dann die Anzeige gegen die. Und wegen Beleidigung und Verleumdung. Mhm. Es waren sogar 2 Anzeigen, genau, die gegen mich gelaufen sind, die aber dann an Niklas quasi angetreten sind. So geht das heutzutage. Oh, auf die Anzeige habe ich gerade nicht so Lust, übernimm du das mal. Ja, da haben wir auch mit Martin Sonneborn viel geschrieben und telefoniert und mit dem Parteianwalt. Und er meinte auch, ganz cool bleiben, so, das wird eh wieder fallen gelassen. So, ist auch passiert. Und da kam noch eine Anzeige wegen Volksverhetzung rein am selben Tag. Wir hatten nämlich, es war auch eine Nazi-Demo am selben Tag, wo wir mitgelaufen sind, also auf der Gegendemo. Und da hatte ich ein Plakat mit dem Bild von Hitler. Mhm. Und ist ja unverfänglich eigentlich und habe drüber geschrieben, Verfassungsschutz bittet um Mithilfe, wer kennt diesen Mann? Das war halt so eine Anlehnung von der Titanic daran, dass der NSU aufgeflogen ist und dass der Verfassungsschutz das ja unter den Tisch gekehrt hat so ein bisschen. Die wussten ja schon lange, was passiert ist und so. Und jedenfalls habe ich vor der Polizisten gefragt, vor der Demo, ist das Schild in Ordnung so oder ist es vielleicht gefährlich, haben die gesagt, nö, Hitler ist zwar ein verfassungsfeindliches Symbol. Hitler ist ein Symbol heutzutage. Doch, man darf das Bild nicht einfach so hochhalten auf Demos und dann sollte ich dann die Augen verkleben mit einem Parteiaufkleber, habe ich gemacht. Und dann, als ich dann weg bin, später nach der FDP-Anzeige, weil ich jetzt im Zug musste, hatte noch einen Termin, dann kam echt die Polizei und dann haben die dann die Anzeige aufgenommen an Niklas und so. Und dann kam auch die Anzeige wegen diesem Hitler-Plakat. Wegen Volksverhetzung. Da hat Niklas noch gesagt, nee, wir haben vorher ihre Kollegen gefragt, dass das in Ordnung wäre. Dann haben die dann gesagt, nein, egal was die gesagt haben, das ist auf jeden Fall Volksverhetzung. Okay. Haben das mitgenommen. Das waren meine ersten 3 Anzeigen an einem Tag. Holy shit. Also, ich bin sicher, du hast gerade sehr interessante Sachen gesagt. Ich kann dir nicht mehr zuhören seit Hitler. Ja. Nein, weil verständlich. Das ist ja, was ist denn das? Das ist ein fucking Life-Goal. Dein Gesicht wird verfassungsfeindlich. Einfach nur dein Gesicht. Das ist ja großartig. Hitler ist eh unsterblich geworden. Der Mann hat es geschafft. Ja. Also ohne Spaß, wenn ich es schaffe, dass irgendwann mein Gesicht einfach verboten ist. Ja? Es hat nur 7 Millionen Tote gebraucht, dass du das hinbekommst. Hold my beer, Alter. Das war aber sehr komisch. Ich weiß nicht, ist das denn Volksverhetzung? Wen hast du denn verhetzt in dem Fall? Niemanden. Ist Hitler das Volk heutzutage oder was? Ich weiß es nicht. Wen kann das denn gestört haben? Tja. Auch mit dem Spruch in dem Titanic-Logo und so und Parteilogo. Ja, ist schon interessant. Ich weiß nicht, wie lange ist das her?
2014, 13, so war das. Also es wird ja, ne, so ein bisschen Political Correctness ist ja schon immer mehr am Anschwellen. Ist ein Thema, ja. Aber 2014, na gut, na, obwohl, 2013 hat ja dieses so Sexismus-Gamescom-Ding, da waren auch schon alle super empfindlich. Mhm. Also, ja, kommt schon hin. Ich würde sagen, wenn das irgendwie 2004 gemacht hättest, hättest du wahrscheinlich gar keinen gestört. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, aber es, ja, möglich. Ich finde aber auch das Ding mit der Beleidigung und Verleumdung, dass sie einen Kinderschänder genannt haben soll. Ja, das ist ja der größte Quatsch. Das war ja wirklich also unfassbar und es hat ein halbes Jahr gebraucht, bis überhaupt dann Briefe kamen von der Staatsanwaltschaft. Und die wurden halt an meinen Genossen verschickt und auch an meine Genossin ausgeschüttet. Ja, und dann wurde es irgendwann fallen gelassen nach einer Zeit. Dann gab es ein Telefonat mit Tim C. Werner, unser Parteianwalt, der auch unter anderem dafür bekannt ist, dass er die 5- und 3%-Hürde zur EU-Wahl gekippt hat. Mit vielen kleinen Parteien hat er gegen geklagt. Und dann hat er irgendwie das regeln können. Das fand ich sehr schön. Aber ich hätte ihn anzeigen können wegen Lüge. Aber ich glaube, dass das Aussage gegen Aussage gewesen wäre. Meine Genossen ja auch gehört haben, dass ich das nicht gesagt habe. Aber ich fand das schon frech von der FDP, also von dem Typen zumindest und auch von seinen Genossen, dass sie mir da was anhängen wollten, was ich nicht gemacht habe. Das eine ist, sich beschweren wollen. Ja, klar, dass wir jetzt da rumstehen und sie ein bisschen anstacheln, ja. Mhm. Sie wollten ja auch, haben uns auch zum Gehen aufgefordert und so, aber das ist ein öffentlicher Platz, da dürfen alle demonstrieren und Wahlwerbung machen und ich fand das ziemlich frech. Seitdem ist die FDP bei mir unten durch, zumindest der Ortsverband Erfurt. Beim heutigen Thema ist es auch vielleicht eine spannende Frage. Ich kenne ja die Person jetzt nicht, ich weiß absolut nicht, wer das ist. Wenn ich jetzt sagen würde, das ist ja ein übelster Hurensohn, wäre ich da schon für Beleidigung dran, wenn ich es tun würde? Wenn du gar nicht weißt, wer es ist eigentlich konkret. Wenn du sagst, ja, diese Person, die das gemacht haben könnte, ist ein Hurensohn. Ja, ist definitiv ein Hurensohn, würde ich jetzt einfach mal theoretisch sagen. Dann ist ja, es schon weil Menschen ja wissen, wer es ist, also es ist ja bekannt, wer das war. Okay. Ich weiß es gerade nicht, wie er heißt, aber ich würde ihn wieder erkennen. Es war so ein Typ mit so einem Sonnenhut. Sag's mir nicht. Nicht, dass ich dann plötzlich illegal werde mit meiner Aussage. Aber ich denke, wenn er jetzt zuhört und denkt, ach, ich war gemeint, er meint mich als Hurensohn, nur weil er jetzt meinen Namen nicht kennt, bleibt trotzdem eine Beleidigung. Ja, dann sage ich das lieber nicht. Nee. Dann lohnt sich das nicht. Nee. Dann sage ich das nicht und komm vielleicht ein bisschen mal zu mir. Ja. Denn ich merke schon echt, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Irgendwie, du hast irgendwie so den Ansatz, etwas Gutes zu bewirken mit dem, was du tust. Und ich halt gar nicht. Ja, aber ich kann ja auch erstmal meine Anzeigen durchgehen. Die eine, die mir eingefallen ist, da wurde ich fälschlicherweise angezeigt. Da hat irgendjemand einen Autospiegel abgebrochen. Alter, war es auch schon wieder. Fucking, ey, es sind so Verkettungen, holy shit, ich habe halt damals, das hat Kalle neulich auch lang und breit mit mir durchgekaut, ey, wir sind halt damals einfach jedes Wochenende losgezogen, haben Scheiße gebaut. So. Ja, glaube ich euch beiden. Ja, Kindheit. Ich hätte euch, glaube ich, nicht gemocht als Kind. Ich war so, eher so ein Braver. Ja, möglich, aber wir waren ja so nicht jetzt, also könnt ihr dann alle selber bewerten. So, auf jeden Fall. Er hat einen Autospiegel abgebrochen, hat bei der Polizei seinen Namen gesagt als meinen. So, deswegen musste ich vorhin. Und ich wusste bis zuletzt nicht, also es kommt eine Anzeige ins Haus, steht da hier. Ach, das macht Sachbeschädigung. Kalle, ja? Nein, nicht Kalle, das hat mit Kalle nichts zu tun, das war jetzt nur. Ah. Ja, ich habe das neulich mit ihm mal besprochen, was wir so für Sachen gemacht haben und so. Auf jeden Fall kommt die Anzeige, Sachbeschädigung. Ich so, oh, warte mal. Was waren das jetzt? Welches waren diese? Welches haben sie mich? Können sie präziser werden? Genau das, Alter. Und dann echt so zwei Wochen irgendwie überlegt, was es sein könnte. Dann sitze ich da vor Ort und er sagt so, ja, und sie haben in der Nacht vom so und so vielten dort drüben einen Autospiegel abgebrochen. Und ich so, was? Ich habe vieles gemacht, aber nicht das. Ja, das war ich absolut nicht. Keine Ahnung. Und ich war es halt auch nicht. Es hat sich hinterher auch rausgestellt. Ich weiß heute, wer mich da fälschlicherweise angeschwärzt hat. Danke nochmal, du Assi. Witzigerweise, völlig unrelated, zwei Wochen später ungefähr, war ich mit einem Kumpel unterwegs, den ich auch neulich erst wieder getroffen habe. Den habe ich kennengelernt, da war er 24 und ich 16 oder so. Da kam er schon zu uns. Wir waren gerade am Skaten vorm Atrium. Und er kam halt an mit so unter jedem Arm 5 Bretter, die er gerade frisch geklaut hatte. Also ich will keinen Finger zeigen, aber es kann sein, dass er mich ein bisschen angestiftet hat. Also nicht angestiftet, vielleicht eher inspiriert. Ja? Ich wollte gerade sagen, du hast einen eigenen Willen, Robin. Genau, aber also sowas habe ich in dem Stil wirklich noch nicht gemacht. Irgendwie eine Xbox in einem Laden klauen oder sowas, das habe ich halt nie gemacht. Aber seine Lebensart irgendwie so einfach ein bisschen, ne, Grenzen sprengen und so.
Das hat mir schon ein bisschen imponiert damals. Auf jeden Fall, der Typ ist halt 2 Wochen später mit uns unterwegs gewesen. Und es ist halt genau das passiert. Er hat sich aus Geigel mal auf den Autospiegel gesetzt, um zu gucken, was passiert. Und er ist natürlich abgebrochen. Es war halt zwei Wochen später. Das war so ein Flash, Alter, weil ich wegen so einem Shit angezeigt wurde. Man muss es mal gemacht haben. Ja, also wie gesagt, das sind halt alles Sachen, die ich auch nie selber gemacht habe. In dem Moment, gebe ich gerne zu, damals fand ich das super lustig, weil es ist halt so random und ich bin fucking 16, ja. Was passiert denn hier? Es knallt laut, ja. Ist natürlich übelst assi. Kann ich nicht gutheißen, so. Ja. Aber das auf jeden Fall zu der einen Anzeige, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe. Und dann habe ich eine Anzeige gekriegt, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, weil ich am 3.1.2008 oder so vorm Atrium einen Rucksack voller Böller hatte. Ich habe nicht mal gesprengt. Es hatten noch andere so einzelne Pakete mit und wir haben so 3-4 Böller geknallt oder so. Ich davon keinen. Ich war halt nur dabei, um die Polizei kam und ich war natürlich der Einzige, der einen Rucksack voller Böller hatte. Zack, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Klingt erstmal sehr nett, oder? Weil du so viel dabei hattest oder darf man nur an Silvester? Es ging wirklich ums Knallen. Also ich glaube, der Transport, ich war halt auch nicht 18. Oder war ich schon 18? Nee, ich glaube nicht. Aber der Transport ist, glaube ich, auch nicht so, also, weiß ich nicht. Aber es ging auf jeden Fall in erster Linie darum, dass geknallt wurde. Das ist nur am 1. noch machbar. Es war halt der 3. So, zack. Und dann habe ich noch eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Das war halt auch so eine wochenendliche Tour, wo wir dann halt über die Dörfer gezogen sind. Da war halt so ein fucking Gipsreh, da haben wir uns draufgesetzt, weil wir es lustig fanden, haben Fotos gemacht und dabei ist es vielleicht unglücklicherweise aber nur vielleicht in sich zusammengebrochen. Es war halt ein Kunstobjekt in dem Sinne, deswegen gemeinschädlich. Und das war auch die einzige Sache, wo ich dafür wirklich belangt wurde. Musste keine Strafe zahlen, sondern Arbeitsstunden machen. Und der Punkt ist halt, selbst bei den Arbeitsstunden nur Scheiße gebaut. Wir haben das in einer Jugendherberge gemacht. Maxim Gorki, Grüße gehen raus. Ich mag den Verein nicht so. Also vielleicht sind heutzutage nettere Leute da, aber damals war jetzt nicht so cool, waren nur ein paar wenige, die entspannt waren. Und es könnte sein, dass während wir da unten den Keller putzen mussten, dass dann da ein Getränkeschrank zum Beispiel stand, wo dann, wie heißt es, Bionade drin war. Die haben ja so ganz viele Geschmacksrichtungen. Ja. Da haben wir halt jeder einfach mal gekostet. So. Und Alter, das ist so asozial, das kannst du eigentlich keiner erzählen, weil wir haben halt echt einen Schluck gekostet und es hat widerlich geschmeckt, haben wir den Scheiß entweder weggekippt oder wieder reingestellt. Es ist so richtig scheiße, Mann. Naja, und dann noch eine letzte Anzeige. Ne, zwei noch. Alter, ich habe doch mehr, als ich dachte. Es gab noch eine... Jetzt kommen sie alle. Ja, jetzt kommt's alles langsam wieder. Ich habe noch eine Anzeige gehabt wegen Verstoß gegen die Vertraulichkeit des Wortes oder so ein Scheiß. Das hat mich halt... Das war richtiger Bullshit. Da hat mich ein Polizist angezeigt, weil ich eine Kamera laufen hatte, an die ich selber gar nicht mehr gedacht habe. Die hat halt einfach, das war beim Hannibal in Real Life Video. Könnt ihr ja nachschauen. Da bin ich in so einer Bushaltestelle, haben da so ein Klo rein. Ist halt auch alles schon eine Straftat. Weißt du, es hat auch keinen gestört, sodass wir erstmal da Müll abgelagert haben für eine Stunde oder so. Wahrscheinlich könnte man sich da auch so zurechtbiegen, dass das dann irgendwie mit Bußgeld geahndet wird. Oder eine Ordnungswidrigkeit wahrscheinlich eher. Auf jeden Fall hatten wir dafür den Ton, eine Kamera unten in der Bushaltestelle stehen. Die andere Kamera, die es eigentlich filmt, die war schon abgebaut, aber die stand da unten noch, während die Polizei kam. Und ich habe es halt gar nicht gerafft, habe einfach mit denen geredet, habe gesagt, ja, ist ein Kunstprojekt, wir bauen das dann ab, gar kein Problem. War alles geregelt und in letzter Sekunde sieht er halt diese Kamera noch und dreht übelst durch, was ich ihn jetzt hier heimlich filme. Und ich so, ey, nee, die Kamera zeigt doch gar nicht auf sie, das ist maximal, das haben wir für einen Ton genommen. Ach, der Ton ist da jetzt drauf, na, das nehme ich jetzt mit. So. Oh, und dann halt die Vertraulichkeit des Wortes, was in dem Moment auch übelst Quatsch war, weil es nicht in einem... Es war ja ein Diensteinsatz so. Es war nicht in einem privaten Raum und so. Also kann schon sein, dass es vielleicht nicht cool ist, einen Polizisten aufzunehmen. Aber dieses Verstoß gegen die Vertraulichkeit des Wortes hat da überhaupt nicht gegriffen. Ja. So. Und das allerletzte war, Moment, muss ich kurz gucken. Versuchter Diebstahl, Fragezeichen. Da kann ich gleich kurz einhaken. Ja, hak mal ein. Ich dachte eigentlich, dass es in Ordnung ist, Beamte im Dienst auch zu filmen und mitzuschneiden. Also der Punkt ist, filmen kannst du eh erstmal grundsätzlich alles, sage ich jetzt mal so pauschal. Natürlich sollst du nicht stalken und Leute im privaten Raum einfach filmen, aber in der Öffentlichkeit kannst du pauschal erstmal filmen. Ja. Es geht da mehr ums Veröffentlichen. Ja. So. Und wenn du den Polizisten filmst und er sagt, er will das nicht, kann auch sein, dass er das nicht gemacht vorher. Hat er nicht gemacht auf jeden Fall, aber
Kann auch sein, dass es sein Recht ist. Auf der anderen Seite weiß ich es gerade nicht, ob er wirklich Person des öffentlichen Lebens ist. Hm. Ich habe immer pauschal einfach Polizisten komplett zensiert, um sicher zu gehen. Ja. Weil die will ich dann hinterher auch nicht fragen. Dann heißt dann, ah, okay, Sie sind das, aha, ich habe da auch diese Nachricht gehört. Sie waren das also, der da neulich in dem Kostüm so rumgerannt ist. Weil die ganzen Sachen, die nicht zur Anzeige gekommen sind, könnten ja dann auch irgendwann mal relevant sein, keine Ahnung. Also wie oft habe ich irgendeine Scheiße gemacht, wurde dann von der Polizei in der Stadt verfolgt, ohne dass sie mich erwischt haben. So. Ich habe mal Vorträge gehört, so über Polizeigewalt, wie man sich wehren kann und solche Geschichten. Da ging es auch irgendwie um Razzien, wenn die in deiner Wohnung passieren. Und da dachte ich zumindest, ich muss mir das nochmal angucken, aber ich dachte, dass es auch hieß, auf jeden Fall das mitfilmen und den Ton mitschneiden und auch immer dabei sein, wenn die Polizisten irgendwas öffnen. Ich würde es auch immer machen, definitiv. Also ich mache das auch, das darf natürlich keiner wissen, ja, mache ich natürlich nicht. Aber bei jeder Auseinandersetzung, wir hatten jetzt letztes Jahr das auf der Gamescom, wo ich mit dem EA-Mitarbeiter irgendwie so angeeckt bin, auch sofort Handy angemacht, so mitschneiden. Einfach nur, dass wenn irgendeine Scheiße erzählt wird, hast du halt einen Beweis. Selbst wenn das Mitschneiden dann irgendwie als Straftat ausgelegt wird, ist mir egal. Und es gilt auch nicht als Beweismittel vor Gericht eigentlich, aber trotzdem kann die Glaubwürdigkeit dann ich weiß nicht, wie das dann in der Praxis ist, weil klar, du darfst vielleicht nicht mitschneiden, aber wenn das einen Mord oder eine Straftat aufdeckt, dann muss es doch ein Beweis sein letztendlich eigentlich. Ja, das wird wahrscheinlich dann auch vom Richter individuell entschieden. So war es ja auch bei der Leon Mascher-Sache. Die haben sich halt das vorliegende Material angeguckt und entschieden, ob das reicht, um diesen Typen, der mich in den Rücken getreten hat zum Beispiel, zu beweisen, dass er das war. Das war ja auch eine öffentliche Veranstaltung, da darfst du ja auch filmen. Ja. Schwierig, aber ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr Erfahrungen auch habt in der Richtung oder eure Anzeigen mal auflisten auf YouTube oder per Postkarte an uns, per Fax, per Brieftaube, wir tragen alles vor. Die letzte Anzeige ist mir eingefallen, das war damals im Atrium 2011, da hat Kalle Oberkörper freigetanzt, hat sogar die Hose ausgezogen, da hatten wir eine Anzeige wegen, er hatte was wegen, was weiß ich, öffentliches Erregung, Ärgernis, ja, aber es war ja im Saturn, also das ist ja nicht... Oder kann sein, war halt seine Anzeige. Ich hatte da eine Anzeige wegen versuchtem Diebstahl, obwohl ich nichts geklaut habe. Du wolltest ihr Herz stehlen. Genau, nein, ich habe natürlich, um Kalle zu filmen, die Kamera da so hingelegt, so unauffällig. Habe natürlich die so am Körper dann geführt und auf der Überwachungskamera sah es aus, als hätte ich eine Kamera da vor Ort geklaut. Die hatte ich natürlich nicht an mir, trotzdem stand das erstmal, der hat da jetzt hier versucht, eine Kamera zu klauen. War halt offensichtlich, dass es meine Kamera war so. Und deswegen ist das auch fallen gelassen worden. Die Kamera wurde eingezogen. Die hatte damals so einen Wackelkontakt. Da war das Display so nach außen geklappt. Ja. Weil wenn man es irgendwie nach innen macht, dann hat das Kabel hat nicht mehr richtig funktioniert. Da ging das Display nicht. Es ging nur so nach außen. Das war unsere einzige Kamera damals. Und der Polizist kommt halt, guckt sich das Ding so an. Und klappt das halt übelst schwungvoll um. Und in mir ist sowas gestorben. Ey, die Kamera war halt danach hinüber. Ja. Aber sie war halt eh schon kaputt, deswegen habe ich jetzt kein großes Fass draus gemacht. Ich wollte eh eine neue haben. Aber in dem Moment, Alter, dachte ich echt, du hast eigentlich nichts falsch gemacht. Von mir aus, okay, Kalle hat vielleicht was gemacht, was man im Saturn nicht machen sollte. Sich ausziehen und tanzen. Aber im Endeffekt hast du nichts Schlimmes gemacht so und die Polizei macht deine Kamera kaputt. Und nimmt eine Kamera vor allem mit. Ja. Nee, das finde ich ja frech. Also wenn es den Verdacht gibt, ja, solange der Verdacht dasteht, dass du die geklaut hast, können sie die ja mitnehmen, aber die müssen sie dir auch wieder zurückgeben eigentlich. Ja, ich habe sie ja wieder bekommen, aber sie war dann halt hinüber. Ja. Muss beweisen können, ne? Das Wichtigste, was da noch drin war, war die Speicherkarte mit den Daten. Angerufen, mal später. Ja, also wer die Videomaterialien noch sehen will, Rudy the Nudie hieß das Video damals. Also Kalle zieht sich aus verschiedensten Gründen aus. War eigentlich eine witzige Prämisse. In Schöndorf zum Beispiel im Obi haben wir es so gemacht, dass er sich auszieht und seine Wäsche wäscht. Da in so einem, da sind ja die Dings und so. Da kam auch der Mitarbeiter und hat ihm dann ganz freundlich erklärt, dass die gar nicht angeschlossen sind. Ja. Und er war ganz entsetzt. Was? Ja. No. Und ansonsten, ich habe mir das auch so überlegt, also wie gesagt, ich habe meine Liste jetzt noch nicht mal angefangen gerade. Das waren nur die Anzeigen, die halt wirklich durchgekommen sind. Und ich habe halt wirklich alleine an Hausfriedensbruch wahrscheinlich über 100 Fälle. Wie gesagt, nichts, wo dann irgendwie die Polizei mich verfolgt hat, sondern erstmal nur, dass ich es gemacht habe. Weil ich da wirklich... Aber man soll es ja nicht irgendwie gut reden, so, aber das sind Punkte, wo ich sage, wenn ich mal in Rom auf ein Haus klettere, um irgendwie für ein Video einen coolen Shot für Assassin's Creed zu haben,
da irgendwie vorher erst 5 Quellen anzufragen, ob das okay ist und so. Wenn ich da einfach 2 Minuten hochgehe, runterspringe und fertig, da hat keiner einen Schaden von. Es ist eine Straftat so, aber mein Gott, das finde ich echt nicht so schlimm. Das sind halt, ist halt die Gesetzeslage, ne? Aber das ist halt, das ist halt meins. Ich sage nicht, dass das irgendwie die Wahrheit ist oder dass das irgendwie die Gesellschaft so sehen sollte. Denn wenn es jeder machen würde, klar, dieses Argument kenne ich, aber es macht halt nicht jeder so. Das ist eigentlich ein Bullshit. Wo kämen wir denn dahin? Ja, es ist halt eigentlich ein Bullshit-Argument, weil es wird halt niemals jeder machen. Nee. Und wenn ich das halt so handhabe, dass ich auch mal auf eine Baustelle gehe oder so, wenn sie mich erwischen, dann habe ich halt den Zonk so von mir aus. Aber ich meine, ich mache es ja auch gar nicht mehr, ne? So. Nee. Das ist ja alles ganz lange her. Das ist lange her. Rom ist auch ganz lange her. Das bist du ja viel zu alt dafür. Genau, ich kann auch gar nicht mehr klettern und so. Ja, ich gehe auch nicht mehr auf Baustellen. Das ist alles Schnee von vorgestern. Ja. Aber das waren alles jetzt, wo du jetzt gesagt hast, 100 Fälle. Das sind aber nur Fälle jetzt, die, von denen du weißt, dass du sie begangen hast. Aber ich weiß halt, dass ich in meinem Leben sehr oft in irgendwelche Häuser eingestiegen bin. Also irgendwelche Baustellen oder auf Häuserdächer draufgeklettert oder so. Das haben wir alle mal gemacht. Das, ja, eben, das sind jetzt auch nicht Sachen, wo ich jedes Mal erwischt wurde. So. Ich weiß halt einfach nur, dass ich das sehr regelmäßig gemacht habe. Ich hatte auch eine Band mit 15, wo wir auch dann mal in so eine Lagerhalle eingebrochen sind. Und nicht eingebrochen, die war offen. Man konnte einfach reingehen. Da haben wir halt Fotos von uns gemacht, ganz cool gepostet so und sind wieder rausgerannt. Da kam dann irgendwie nach ein paar Tagen, als wir die dann gepostet haben auf SchülerVZ damals noch, gab es dann irgendwie Kommentare, ja, das ist die Halle meines Vaters, es gibt eine Anzeige. Kam nie, aber trotzdem ist man da so ein bisschen scheiße. Das sind Sachen, die macht man einfach und noch viel mehr. Das ist halt Alter, ich neulich auch, ne? Vorgestern. Habe ich erstmal einen kleinen Schlag bekommen. Es sind hier Sachen, die kannst du eigentlich keinem erzählen, aber es ist ja das lyrische Ich, ne? Ein Kumpel neulich erklärt mir, okay, hier ein anderer Kumpel, also für mich nur ein Bekannter so, der war im Knast für 3 Monate. Und ich frage so eigentlich, warum war der nochmal im Knast? Ich habe das ganz vergessen. Was hast du, was war denn da? Der hat einen Feuerlöscher geklaut, ja? Und hat dann nicht auf die, also wurde irgendwie erwischt, hat Personalien abgegeben und hat dann auf die Briefe nicht reagiert. Und war im Endeffekt im Knast für 3 Monate wegen einem geklauten Feuerlöscher. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir so, holy shit. Das ist viel, ja. Holy shit. Also klar, da kommt natürlich dann Mahngebühren und sowas drauf, weil er nicht reagiert hat. Und die Polizei hat dann letztendlich vor seiner Tür gestanden und ihn mitgenommen einfach. Aber ich denke mir so, ein fucking Feuerlöscher resultiert in 3 Monate Knast. Das kommt ja alles oben drauf. Klar, wenn du nicht freiwillig warst, hast dich versteckt, Briefe nicht beantwortet, das kann auch dann auf die Strafe oben drauf gerechnet werden. In den USA gibt es auch teilweise so Haftstrafen von 500 Jahren oder so, weil du kannst ja auch beantragen, dass du halt weniger Strafe absitzen musst, wenn du dich gut verhältst. Wenn du ganz krasse Morde begangen hast oder ganz schwere Straftaten, dann kann das zwar runtergerechnet werden, aber trotzdem bleibst du dein Leben lang im Knast. Deswegen kriegst du auch wieder dann 1000 Jahre aufgebrummt. Witzig. Worauf ich hinaus wollte ist, also ich habe halt definitiv nicht nur einen Feuerlöscher geklaut. Ja, also es gibt alleine das Video We Start Fires, heißt es, glaube ich. Das ist so ein uraltes Nosferatu-Video. Ich glaube, es ist nur auf Nosferafakt noch zu sehen. Allein in dem Video sind halt 3 geklaute Feuerlöscher. Dann unsere London Prank Compilation. Da war ich halt mit einer fucking Klasse in irgendeiner Höhle in Hastings, haben uns das angeguckt. Oh. Und während wir eine Führung mit der Klasse machen, nehme ich halt so einen fucking Feuerlöscher mit, indem ich einfach in den Rucksack packe. Während die Lehrerin gerade irgendwas erklärt, so nur so eine Scheiße. Aber ich meine, im Endeffekt ist halt immer was Geiles damit passiert. Wir haben jetzt nicht einfach Sachbeschädigung gemacht, sondern ich bin ja dann in London, ich weiß nicht, ob du den Clip kennst, da laufe ich bei 2 Omas lang und sag in so einem Maleranzug mit dem abgespaceden Rucksack vorne drauf, da drin war der Feuerlöscher und ich sag halt zu den Frauen, sorry, die Seite hier ist kontaminiert und sprühe dann halt mit dem Feuerlöscher so um. Ich sehe halt aus wie so ein Typ, der das irgendwie wieder alles rene macht. Und im Endeffekt sind halt tolle Sachen bei rumgekommen. Aber allein London, ey, London war 2010. Da waren wir auf jeden Fall, glaube ich, auch schon 18. Und selbst da haben wir noch echt hart Scheiße gemacht. Auch so Sachen, die ich heute nicht mehr witzig finde. Und damals waren die auch schon nur so Medium, ja. Gibt's auch einen Nosferafortz-Clip, der heißt, glaube ich, So Assi waren wir damals oder so. Einfach nur den Boden wischen auf dem Schiff nach London. Ich weiß nicht, der Gag war, glaube ich, oh, jetzt habe ich den Boden gewischt, jetzt ist der Besen ja ganz dreckig. Zack, ab ins Meer damit. So. Toll. Über die Reling geworfen. Richtig dumm. So. Auch ähnlich waren wir in London, haben auf dem Hotel, sind wir auch halt wieder einfach rein, einfach aufs Dach hoch, keiner hat uns aufgehalten, einfach mal machen. Und haben dann halt Kissen von dem Dach geworfen.
Weil da oben halt so eine Chill-Out-Lounge war. Einfach nur random, halt um Scheiße zu bauen, Scheiße bauen. Ja. So. Um zu gucken, was passiert, ne? Ja, ne? Ja, ja. Um halt irgendwie, weiß ich nicht, Grenzen wie Kinder manchmal, wie Kinder. Ja, naja, auf jeden Fall. Sie müssen die Grenzen erstmal ausloten. Und manchmal war es halt wenigstens irgendwie Scheiße bauen mit einem Hintergrund. Auf dem Schiff haben wir noch zwei Mützen geklaut, da stand halt Crew drauf. War halt cool, konnten wir uns aufsetzen. Ein Schiff-Crew. Teil der Crew, ja. Ja. So. Und in London sind wir dann noch in so ein relativ berühmtes Museum gegangen, wo du so runtergehst in so ein Verlies. Und ich musste halt übelst schiffen. Wir haben bestimmt eine halbe Stunde irgendwie ein Klo gesucht und es gab keine öffentlichen Klos und wenn dann nur irgendwie übelst teuer. Und da hat halt Kalle mit der Frau geredet am Einlass und ich habe währenddessen 2 Meter daneben in die Ecke geschifft. Nur solche, also kann man wirklich festhalten, wir waren einfach nur Assis. Und das war alleine jetzt nur London. So. Und da ist vielleicht auch nicht alles zugesagt. Wir bräuchten, glaube ich, 3 Brennpunkte dafür. Ja. Ich habe neulich im Stream gesagt, das war das Jüngste, was ich jetzt gemacht habe, mit dem Typ von damals, der mit den Brettern ankam, vielleicht, eventuell, sind wir eingestiegen bei so einem Großhandel, sag ich jetzt einfach mal, um es nicht genau zu nennen, der hinter seinem tatsächlichen Laden so einen riesen Container mit Brot hat. Einfach 5000 Brote drin. So, das ist wirklich so ein 10x3x2 Meter Container. Aber die ja weggeschmissen worden wären, oder? Ja, genau. Ja. Das sind perfekte Brote, die sind nicht geschnitten, da ist nichts mitgemacht worden. Die sind da drin, wir gehen rein, holen uns halt ein paar raus. Das, was wir gemacht haben, ist illegal, was die gemacht haben, ist nicht illegal. Da läuft ein bisschen was falsch, ja, wenn ihr mich fragt. Das sind halt auch so Sachen, wo ich meine, nur weil es illegal ist, muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Und nur weil es legal ist, muss nicht unbedingt was Gutes sein. Und auf jeden Fall war auch lustig, habe ich mich zuerst reingeschlichen, stand dann so da, als plötzlich das Licht anging, kam halt echt nachts um 1 noch ein Typ raus, hat gerade Müll entsorgt. Ich habe mich gefühlt wie bei Metal Gear Solid, Alter, schön in den Schatten lang schleichen wieder raus. Und dann geht mein Kumpel rein, springt in den Container rein. Eigentlich war die Idee, wir machen alle einen Backflip in den Container rein, aber es war dann zu dunkel. Und es ist in dem Container drin, auf einmal hörst du nur so. Es war halt dunkel, du siehst gar nichts. Und auf einmal hörst du diese Schläge, fliegt halt überall Brot auf den Platz. Das war so fucking witzig. Haben wir dann alles aufgesammelt, mit aufs Fahrrad genommen, unterwegs schön Brot die ganze Zeit gegessen. Vielleicht uns auch ein bisschen damit abgeworfen. Und wenn man irgendwo auf der, vor allem verjährte Straftaten, eine Woche her, wenn man irgendwo auf der Karl-August-Allee vielleicht in der Lampe noch ein Stück Brot stecken sieht, das könnte sein, dass das von uns ist. Es waren oder auch so, nicht. So Riesenbrote, Alter. Es sind halt, weiß ich nicht, 2000 Kilo Brot. Einfach weggeschmissen. Die Stelle würde ich gerne mal kennen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich auch nicht. So. Ja. Das ist ja eigentlich nur, wie heißt das nicht, Foodsharing? Container heißt das ja. Container, ja. Ist illegal. Leider ja. Was auch seinen Sinn hat, aber also ich verstehe zumindest seine Gründe, aber seinen genau, Sinn Gründe, würde ich nicht unbedingt ja die Gründe. Ich verstehe die Gründe davon, genau. Ja. Ich habe noch eine schöne Anzeige. Ja. Die ist mir auch erst letztes Jahr passiert. Und zwar, das war eine, oder vor 2 Jahren, auch irgendein Wahlkampf, wo ich Plakate aufgehangen habe mit meinen Genossen hier in Weimar. Und wir hatten auch Leerplakate, das heißt einfach, was nur weiß war und dann unten die Partei. Und da habe ich dann draufgeschrieben, Höckes Kinder werden homosexuell. Und was war es noch? Irgendwas anderes noch. Jedenfalls, das Plakat haben wir aufgehangen in der Trierer Straße, wo auch damals diese AfD-Zentrale war. Ja. Vorübergehend zumindest. Und nach 2 Tagen waren die Plakate weg. Haben sich zu Hause privat aufgehangen. Ich dachte mir, okay, wir haben viele Parteifans, die unsere Plakate gerne mitnehmen und so. Finden wir auch gut nach dem Wahlkampf und nach der Wahl zumindest, dann sagen wir immer aus Faulheit, bevor wir es abhängen müssen, nehmt es mit, haben wir keinen Stress mit, behaltet es ruhig. Wir kriegen eh wieder neue Förderung für den nächsten Wahlkampf. Aber im Wahlkampf zu klauen, machen leider auch genug Leute, dachte ich mir, na gut, kann ich nichts machen. Jedenfalls kam dann irgendwie per E-Mail, warum auch immer, von der Polizei, wir haben Plakate sichergestellt von ihnen, die beschmutzt worden sind. Okay. Die wurden angemalt. Und da haben die mir die Fotos geschickt und das war halt meine Handschrift, wie ich draufgeschrieben habe, Höckes Kinder werden homosexuell. Das ist halt ein Demospruch gewesen, das hab ich nicht erfunden. Und da habe ich dann angerufen und gesagt, ja, die sind nicht beschmiert worden, das sind unsere Plakate, das ist das Design, das habe ich draufgeschrieben. Ach aber, so. Aber war das wirklich mit Edding drauf oder habt ihr das direkt so gedruckt? Ja, mit so einem roten Edding draufgeschrieben, selber. Okay. Sorry, hätte ich es erzählen müssen. Genau. Ja. Sah halt ein bisschen aus wie beschmiert worden. Ja. Das war ja Absicht, das ist ja Konzept des Ganzen. Und da habe ich gesagt, nee, nö, die sind in Ordnung so und die können bitte wieder aufgehangen werden.
Und da haben die gesagt, können Sie wieder abholen bei uns in der Polizeistation. Sag ich, nö, so läuft das nicht. Sie haben sie abgehangen und die hängen sie wieder auf. So, ja. Es ist Wahlkampf. Das kostet uns viele Stimmen. Naja, okay, machen wir. Legt auf. Ich warte eine Woche. Nichts passiert. Ruf wieder an. Hallo, die Tinoranacher, die Partei. Ja, sie wollten unsere Plakate wieder aufhängen, die sie abgehangen haben. Das ist noch nicht passiert. Die Kollegin ist im Urlaub. Wir kümmern uns drum. Sag ich, gut, alles klar. Noch eine Woche gewartet. Nichts passiert. Ich rufe nochmal an, ein drittes Mal, ein letztes Mal. Und sage, ja, hallo, sie sollen unsere Plakate wieder aufhängen. Uns gehen Wählerstimmen flöten. Ja, wir sind eine Partei und wir haben Wahlkampf. Die Wahlen sind in der Woche. Wir brauchen die Plakate wieder. Ja, jetzt ist es so, dass die quasi vom Jäger zum Gejagten geworden sind. Das ist ein typischer Polizistenspruch, genau. Alter. Ich habe den noch nie von einem Polizisten gehört, aber ich kann es mir so richtig vorstellen. Ja, und sie, jetzt gibt es eine Anzeige gegen sie wegen Beleidigung. Und da habe ich gesagt, ja, von wem denn? Naja, das von Herrn Höcke von der AfD. Da habe ich gesagt, na, wieso Beleidigung? Wann ist denn Homosexualität eine Beleidigung? Ja, das wird dann die Staatsanwaltschaft prüfen. Wir hängen die Plakate nicht wieder auf. Wir können sie aber wieder abholen. Da habe ich gesagt, ja, dann darf ich die wieder aufhängen oder wie? Da haben die gesagt, nö, können sie ruhig machen. Dann kriegen sie aber nochmal eine Anzeige wegen Beleidigung. Da habe ich sie halt wieder abgeholt. Und die haben ja auch 4 Plakate konfisziert noch daraufhin und haben mir nur 2 wiedergegeben. Das andere war verschwunden, wussten sie nicht, wo es hin ist. Aber es waren alles die gleichen, oder? Nee, das waren halt unterschiedliche. Jedenfalls, Höckes Kinder werden homosexuell, habe ich dann abgeholt. Und dann ist die Anzeige aber auch feingelassen worden. Warum auch immer, ob Höcke dann doch nicht wollte, dass er in die Schlagzeilen kommt, dass er jemanden anzeigt wegen Beleidigung. Deswegen. Ja. Jedenfalls war das eine richtig witzige Geschichte. Und es kam sogar in der Zeitung, haben sie auch darüber berichtet, die Partei verstört Polizei oder weiß ich nicht, irgendwas sowas in der Art. Polizei Weimar lässt sich leicht verstören, meiner Erfahrung nach. Ja, war sehr witzig jedenfalls. Und da gab es auch nochmal eine Anzeige, die aber fallen gelassen worden ist. Wegen Beleidigung. Okay. Ja, also ich habe auch eine Chronik der fallen gelassenen Anzeigen und sowas. Das fühlt sich immer gut an. Die liegen alle hier auf dem Boden. Aber hast du schon mal einen Haftbefehl gehabt? Weil das kann ich jetzt in meine Bio schreiben. Haftbefehl wegen GEZ? Maybe. Nee, Haftbefehl nicht. Also ich hätte Zeugenaussagen mehrfach machen müssen. Auch durch Anzeigen, die ich gemacht habe. Also ich habe auch Erfahrungen vor Gericht und vor Verhörungen in solchen Geschichten. Aber jetzt nichts in der Weise, nein. Ich bin noch nicht verhaftet worden. Okay. Aber das heißt, wir müssen ab demnächst aus dem Gefängnis den Brennpunkt aufnehmen. Ja, nee, also ich habe mich, glaube ich, vorerst drum gekümmert. Also dauert eine Weile, bis das wieder relevant wird. Immer auf Zeit. Ich muss mal kurz gucken, wie lange Sachbeschädigung braucht. Sachbeschädigung, bis sie verjährt. Verjährung. Denn das ist auch eins, wo ich vorhin von dem Reh geredet habe, ne? Ja. Das ist eigentlich so sinnbildlich. Moment. Das Höchstmaß. Verjährungsfrist 5 Jahre bei Taten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe. Perfekt. Also, das ist halt so ein bisschen sinnbildlich. Wir sind damals auf 4 geklauten Fahrrädern. Ja, sorry, wir haben damals auch mal Fahrräder geklaut. Es war eine relativ kurze Zeit. Tino schüttelt zurecht mit dem Kopf. Ich kenne die Geschichte ja auch schon. Also die eine zumindest mit dem Kind. Nicht das mit der Hupe. Das mit der Hupe, das könnt ihr an den anderen Brennpunkten anhören. Brennpunkt-Hörerwunsch. Was war das, unsere Geschichte, irgendwie sowas? Oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Was das für ein Thema war. Wir sind auf 4 geklauten Fahrrädern durch die Nacht gefahren. Ich muss kurz was zu den geklauten Fahrrädern sagen. Ich muss mich kurz rechtfertigen. Ja, ich muss mich auf jeden Fall kurz rechtfertigen. Es gab halt eine Zeit lang, erstens, wir haben nie eins genommen, was angeschlossen war. Wir haben Fahrräder genommen, die irgendwo rumstanden, eingestaubt waren, augenscheinlich keiner mehr benutzte und wollten die dann jeden Tag fahren und das haben wir auch teilweise gemacht. Ein Kumpel von mir hat es dann schon ein bisschen ausgereizt. Der hatte dann irgendwie eine 8 im Fahrrad, hatte das direkt weggeflackt und sich ein neues geholt. So war ich nicht. Ich habe wirklich versucht, mir ein Fahrrad zu holen, das dann aufzupimpen, so, ja. Muss man halt dazu sagen. Ich finde Fahrradklauen oder generell klauen echt scheiße, so. Aber hat man halt in der Kindheit mal gemacht. Oder in der Jugend. Wer nicht? Ja. So, auf 4 geklauten Fahrrädern fahren wir durch die Nacht, steigen in ein Gebäude ein. Wie man halt so spielerisch macht, blockiert halt die Spülung von dieser Einrichtung. Man konnte da relativ leicht einsteigen. Es war jetzt auch kein wirklicher Einbruch. Also offiziell war es ein Einbruch, aber wir haben nichts gebrochen, um da einzusteigen. So, wir sind halt quasi mehr oder weniger reingegangen. Blockieren die Spülung von dem Klo, dass das durchgehend spült.
gehen weiter, reiten auf dem Reh, das Reh geht kaputt, gehen weiter, jemand von uns springt durch einen Zaun, der geht kaputt, gehen weiter, gehen auf eine Kirmes, feiern da, haben da viel Spaß, fahren zurück, Polizei hält uns an. Wir haben quasi fünf harte Dinge gemacht an diesem Abend. Polizei prüft alle Rahmennummern, keins als gestohlen gemeldet. Das hier auch nochmal meine Rechtfertigung zu untermauern. Selber schuld. Nein, keiner hat die Fahrräder nämlich vermisst. Das ist nämlich der Punkt. Ja, so. Das Einzige, für das wir angekackt wurden, war dieses hässliche Reh, was kein Mensch gejuckt hätte. Klar, es ist auch scheiße, irgendwie Kunst kaputt zu machen. Definitiv, ja. Diskutiere ich überhaupt nicht drüber. Aber das war halt das Banalste an diesem Abend, sag ich mal. Es ist halt ein fucking Reh, was kaputt geht. Schade. Dafür wurden wir angefickt und haben die Arbeitsstunden bekommen. Wie viel? 20, glaube ich. Mhm. Und der einer von uns, also drei von vier Leuten haben Arbeitsstunden bekommen und einer von diesen dreien, die dann da waren, waren eine Stunde da und hatten keinen Bock mehr und es hat keinen gejuckt. Krass. Es kam nichts weiter. Ja. Er hat einfach gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich komme nicht mehr her. Ich habe das dann mit einem anderen Kumpel zusammen zu zweit durchgezogen, haben dann halt, Alter Mann, das war so finster. Wir haben halt am Anfang noch anständig gewischt, später halt immer mehr keinen Bock gehabt. Ich habe dann, wenn du wischen musst, musst du halt Wasser auf den Boden kriegen. Ich habe halt nicht mehr den Wischmob in Wasser getränkt, sondern ich habe den Eimer aus einem Meter fallen lassen, dass dann das Wasser so rausspritzt. Kannst du keinem erzählen, ich bin ein asozialer Schwein zu gewesen. So putzt du auch in der WG, oder? Ja, und dann spritzt halt das Wasser auf den Boden, dann schmierst es breit. Es wird halt so sauber. So läuft das, ja. Muss ja nur nass werden und trocknen. Auf jeden Fall, nachdem wir dann von der Polizei angehalten wurden, dann aufs Revier gegangen sind, dann wurden die Rahmennummern überprüft und bla. Und dann wurden wir noch die haben gedacht, dass wir klauen wollten. Deswegen haben die ursprünglich die Polizei gerufen. Die haben gedacht, wir wollen klauen bei dem Reh, weil wir auf das Grundstück gegangen sind. So. Wollten wir nicht, oder haben wir zumindest nicht, ich weiß es nicht mehr, aber geklaut haben wir da nicht. Ich erinnere mich nicht. Und dann haben die erst das Reh bemerkt und die Polizisten haben uns echt so vorgefahren zur Gesichtskontrolle. Sind das die Jungs? Ja, das sind sie. Auf jeden Fall weiter zum Revier. Eine Person, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht volljährig war oder weiß ich nicht, wurde dann irgendwie heimgefahren. Wir sind weitergelaufen, zurück zu dem Ursprung des Ganzen, zu dieser Einrichtung, wo die Klospülung noch an war. Die gesamte Etage war so 3 Zentimeter unter Wasser gesetzt mittlerweile. Es war so 5 Stunden vergangen oder so. Oh krass. Richtig hart. Am nächsten Morgen, irgendwie früh um 10 bin ich hin, da war es schon wieder alles trocken. Also vermutlich hat es jemand gemerkt und dann irgendwie unten Gulli aufgemacht. Ich weiß es nicht, war auf jeden Fall echt hart. Und das jedes Wochenende. Das war nur ein Wochenende. Ohne Spaß, es ist halt echt, was wir alles für Scheiße gemacht haben. Das kannst du keinem erzählen, Mann. Das machst du gerade. Ups. Es ist ja verjährt, wir haben ja nachgeguckt. Sogar 10.000 Leuten, die gerade hier live zuhören. Ja. Ja. Mir fällt sowieso ein, ja. Also wir sind ja beide jetzt Leute, die jetzt nicht mit seriösen Sachen ihr Geld verdienen. Ja. Klar, ich habe so noch so einen Nebenjob, wo ich so ein bisschen meine Miete verdienen kann im Notfall. Dieser Tatort, das ist nichts Seriöses, weil deutsches Fernsehen. Manchmal schon. Aber guck mal, wir sind doch. Wenn ich jetzt zum Familienessen bin, ja, wenn jetzt irgendwie Schuleinführung ist von irgendwem oder irgendwie Beerdigung von irgendjemandem, keine Ahnung, dann fragen die mich immer, was machst du eigentlich gerade, Tino? So, du hast doch mal so Schauspiel gemacht, so machst doch noch was Richtiges. Und das ist auch immer so ein Satz, ey. Immer, ja, genau. Und bisher konnte ich ja immer sagen, ja, ich studiere ja auch noch, so letzten 12 Semester. Das ist jetzt vorbei, ja. Es hieß immer vorher, der Tino macht das so neben dem Studium, so ein bisschen Schauspiel, so ein bisschen Spaß, ein bisschen Quatsch machen nebenbei. Und dass ich halt lebe davon seit 3 Jahren, hat keinen interessiert, das haben sie halt nicht ernst genommen. Und jetzt bin ich halt fertig studiert quasi und jetzt fragen sie mich halt wieder, so was machst du jetzt, bist du jetzt Bachelor, bist du jetzt in deinem Fach, was du gemacht hast, so Psychologie, sage ich, ich arbeite jetzt als Schauspieler so Vollzeit und muss halt nicht mehr studieren, also machst du nichts quasi, machst gerade nichts. Und wie ist das bei dir, es muss bei dir noch viel schlimmer sein. Also ich habe meine Familie da relativ gut hingeprügelt, muss ich sagen, dass sie mir da nicht auf den Sack gehen, aber ne, ich bin da jetzt auch nicht... Wenn mir da jemand sagt, also wenn mir meine Omas, ja, die sind so alt, da kommt eh nichts mehr rum. So. Also da wird kein großer Sinneswandel mehr stattfinden. Manchmal gibt es so Momente, wo ich sage, oh, das ist aber erstaunlich, dass die jetzt auf einmal da einlenken und also nicht bei mir jetzt, sondern bei irgendwelchen anderen Themen. Ist ja erstaunlich. Aber an sich ist es schon so, dass sie halt auf ihrer Meinung beharren und das bleibt auch so. Und die anderen haben das halt akzeptiert. Ich bin da nicht in der Position, mich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Es ist halt, wie es ist. Klar, von der Oma Inge kommt dann immer, willst du nicht nochmal was Richtiges? Willst du nicht mal Vorwerkvertreter? Da verdient man gut Geld. Das mag ja alles sein, aber da sehe ich mich einfach nicht so. Aber kommt da nicht auch der Vorwurf der Kriminalität?
Wieso? Nö. Ich weiß nicht, dass sie dann denken, ah ja, ja, der ist hier aus Schein-YouTuber oder als Schein-Schauspieler. Hatte ich einmal, dass mir jemand vorgeworfen hat, als machst du bestimmt irgendwas Verbotenes oder so. Echt? Ja. Okay, nee, das habe ich gar nicht. Hat mir ein Onkel vorgeworfen. Ich glaube, dieses Influencer-Ding ist vielleicht gerade doch relativ bekannt einfach. Ja. Und wenn du als Schauspieler halt nicht im Fernsehen jeden Tag läufst oder in Filmen mitspielst, dann ist das wahrscheinlich schon so ein dubioses Was? Oder gerade Theater oder sowas. Damit kann man ja kein Geld verdienen oder sowas. Ja, meine Eltern sind auch cool. Also die finden das völlig geil und die unterstützen mich da auch und wollen auch, dass ich da auch vorankomme und Geld verdiene. Die akzeptieren das völlig. Aber so die anderen, ja, so Onkels, Tanten, die ein bisschen entfernter sind, Cousins, Cousinen, Großeltern so, die sind da immer so ein bisschen kritisch und das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Ja, was machst du eigentlich? Dann fragen die ganz kritisch nach. Hm. Wenn ich dann sage, ja, ich mache halt Schauspiel und so ein bisschen andere Sachen nebenbei. Ja, ist ja okay. Du als Außenstehender, du hast ja in deiner Jugend jetzt nicht so viel in diese Richtung Scheiße gebaut. Wie würdest du das jetzt bewerten? Oder würdest du sagen, ohne Spaß, du siehst diese Liste, ich habe noch nichts von dem gesagt, was auf dieser Liste da steht. Das ist halt echt hart. Die Zeit ist bald schon wieder um. So, Beispiel. Wie würdest du es bewerten jetzt als Außenstehender? Und du kennst mich nicht und so. Nachts zu dritt rumfahren, Sonntagabend, weil man irgendwie am nächsten Tag schulfrei hat oder sowas, oder auch nicht, scheißegal, in der Schule eh nur geschlafen. Vor einem Kindergarten stehen 2 Sixpacks Milchpackungen. Große. Aufs Fahrrad geschnallt und eine Jagd quer durch die Stadt gemacht, sich mit diesen Milchpackungen abgeworfen. Ja. Am nächsten Morgen haben die Kinder keine Milch im Kindergarten. Die haben Knochen und Kalzium und Proteine. Ist halt eine Sache, wo ich auf jeden Fall heute sagen würde, sollte man wahrscheinlich nicht machen. Ja. Aber meine Fresse, wenn wir nicht eine geile halbe Stunde hatten. Also ja, und die Kinderaugen am nächsten Tag in der Grundschule. Die mussten wir ja nicht sehen. Oder im Kindergarten. Ja, nein, ich finde, das sind halt so Sachen, wo ich echt sagen muss, das ist einfach sinnlos. So. Also ich hatte ja auch Freunde so in der Art, früher so. Wir sind auch umgezogen nachts durch die Stadt oder durchs Dorf, wie auch immer. Und haben die auch Quatsch gemacht. Ich habe halt zugeguckt und gesagt, ja, ich finde es scheiße, ich mache halt gerade nicht mit. Da waren auch mal so Sachen, wie wir nehmen jetzt Sachen mit. Umstellen. Sachen umstellen, ganz übel oft. Geil. Ja, genau. Ich liebe umstellen. Oder auch mal so Mercedes-Sterne abgetreten. Das finde ich zum Beispiel schon wieder sinnlos. Das finde ich cool. Ich habe es nicht gemacht. Ja, das ist ja wie so ein politisches Statement. Ja, das ist eh so Bonzen, dachte ich mir. Ja, gut, komm. Aber davon hast du jetzt nicht so da hast du halt nicht mal einen Spaßfaktor so. Doch, schon, wenn ich bedenke, pass mal auf, sich mit Milch zu bewerfen, ist so ein einzigartiges Event, ja. Irgendwas abbrechen kannst du halt überall. So, das ist für mich so. Es ist Lebensmittelverschwendung, ja. Natürlich ist es das. Ich kritisiere ja eh, dass die Menschen Milch trinken. Deine Kinder, ja, die armen Kinder, die sich auf ihre Schokomilch freuen am nächsten Tag. Ich weiß das alles. Und die ihr Taschengeld dafür hergeben, ja. Die armen Eltern, die auch kein Geld haben, die zahlen dann auch 5 Euro in der Woche vielleicht für Milchdienst. Mhm. Und dann stehen die halt dann am nächsten Tag da. Es war nur ein Tag. Ich sag ja nur. Und ich finde das, klar, es ist bestimmt witzig, sich das bespritzen mit Milch. Ich finde es aber einfach, es lohnt sich nicht. Es ist dumm, das weiß ich auch selber. Ja. Sich nicht lohnen, also ich möchte diese Erfahrung nicht missen, sage ich mal. Dann kauft euch doch Milch. Und ja, wir wären doch nie auf die Idee gekommen. Das ist ja der Punkt. Das fördert halt die Kreativität, deswegen sind unsere Videos heute so gut. Man da steht Milch rum und dann denkst du, wir haben alle einen Korb auf dem Fahrrad. Morgen fahre ich zu Lidl und hol mir auch Milch, dann spritzen wir uns, hätte ich mir gedacht. Das wäre Lebensmittelverschwendung gewesen. Aber das wohl nicht, ja. Ja, also wie gesagt, das ist sehr lange her. Es tut mir leid. Das ist nur mein Statement, ja, ich verurteile dich nicht dafür. Ich habe das ja auch erwartet, ich habe ja extra gefragt. So. Ja. Ich als alter Gutmensch. Nein, du sagst es ja richtig, das ist ja definitiv richtig, dass man es eher nicht machen sollte, als es zu machen. Aber im Nachhinein finde ich es, ich kann auch nicht sagen, ich finde es gut, dass ich es gemacht habe, aber es war halt auf jeden Fall eine geile halbe Stunde. Ja, sicher. Es hat halt auch die ganze Woche nicht geregnet, das heißt, diese riesen Milchflecken, die waren eine Woche lang überall in der Stadt. Du konntest es echt wochenlang noch zurückverfolgen, was da mal passiert ist. Aber auch egal. Das war auch nur ein so ein Event. Es war auch nur eins von vielen, aber keine Anzeige dafür, oder? Nein, natürlich nicht. Aber pass auf, andere Sache. Die findest du vielleicht wieder ein bisschen tolerierbarer. Wieder anderes Wochenende oder anderer Tag an dem Wochenende, ich weiß es nicht. Freitag, Samstag war immer Partytime. Gott, Alter, Leute. Also, in den fremden Garten einsteigen und sich mit dem Gartenschlauch bespritzen. Ist okay, oder? So what, ja. Ist definitiv eine Straftat.
aber keiner kommt zu Schaden. Gut, wir haben vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob er das, wahrscheinlich muss er das bezahlen dann irgendwie. Ja, so ein Euro. Ja. Keine Ahnung, kommt oben drauf. Ist assi, aber auch eine Erfahrung. Ja. Es war halt auch stockfinster, es war so geil. Es war halt nicht einfach irgendein Gartenschlauch, es war so eine Pistole, Alter. Und jedes Mal, ach, geil, die kenn ich, bevor sie schießt, geht es halt echt zu 2 Sekunden, fährt sich so hoch und die Leute, also wir waren zu dritt, ne? Einer hat den Schlauch immer und du der siehst halt den an. Fährt ab. Ja, du siehst den halt nicht und du hörst nur in der Nacht so ein und du weißt, okay, gleich ist es aus. Es war so geil. Es war so fucking geil. Ja, nur so Geschichten halt, ne? Ja, Scheiße bauen, ganz oft habe ich auch schon gemacht. Wir haben auch Lagerfeuer gemacht, mal eben so, wo man es nicht machen darf, haben ja irgendwo gezeltet, wo man es nicht durfte. Das gab es halt auch mal, dass wir irgendwo eingebrochen sind oder haben uns umgeguckt. Ich habe auch mal eine Sache gemacht, ich habe sogar 2 Sachen gemacht, die darf ich auch niemandem erzählen, die echt ja. Also eins hatte auch ein richtiges Medieninteresse, das kann ich dir nachher mal erzählen. Okay. Das war eine richtig schlimme Sache, von der ich zumindest wusste, beteiligt war. Und ich kenne das. Aber ich war immer darauf fixiert, keinem zu schaden. Ich habe lieber so Kunstaktionen gemacht oder Sachen gemacht, die wo ich wusste, es ist echt richtig scheiße für die Betroffenen, aber es tut ihnen nicht wirklich weh. Es macht auf eine Sache aufmerksam irgendwie. No. Und einmal habe ich, kann ich das erzählen? Ich weiß es nicht. Also ich habe mal für etwas gearbeitet, wofür ich recherchieren musste. Ja. Und da ist etwas passiert in einem Gebäude und wollte darüber berichten. Und kam aber nicht in das Gebäude rein und bin dann da eingestiegen zum Beispiel. Und da habe ich dann auch Sachen dann auch gezeigt und berichtet, die ich hätte wissen können, wenn ich nicht reingekommen wäre zum Beispiel. War auch groß in der Zeitung als Artikel, aber alle dachten halt irgendwie, ja, das durfte wahrscheinlich da rein, hat keinen interessiert, weil keiner wusste, wer dafür verantwortlich ist, wenn ich da jetzt einsteige, weil das ja irgendwie eine Ruine war, dieses Gebäude. Sowas habe ich halt dann gemacht, sowas wirklich keinem schadet und ich bin echt so ein vorsichtiger Typ bis heute eigentlich. Wenn es jemandem schadet, dann muss es auch zu Recht sein. Wenn sich jemand verletzt fühlt, so nicht körperlich, aber so psychisch oder so, dann müssen sie auch verdient haben. Das ist immer so meins. Ja. Und bevor ich sowas mache, wie zum Beispiel Milch irgendwie klauen, überlege ich, wen trifft das jetzt am meisten so. Das würde ich ja heute genauso. Nein, ich sag's nur. Und so war ich jetzt schon immer irgendwie, dass ich immer so eher vorsichtig war. Und ich war sicherlich auch ein Spielverderber manchmal, als Kind oder als Jugendlicher. Weil ich nicht alles geil fand. Ein Partypuper. Ein Partypuper vielleicht. Also ich habe es nie gesagt, nein, hört auf, sonst gehe ich nach Hause. Hab eher gesagt, das finde ich jetzt aber scheiße. Und bin halt da geblieben. Das ist halt eigentlich zugesehen. Viel schlimmer. Mitläufer. Umstellen haben wir vorhin kurz angesprochen. Vielleicht für Leute, die das nicht wissen, was das genau ist. Das spielt man eher auf dem Dorf. Wir haben das mal gespielt. Das ist eigentlich... Wir haben auf der Fahrt nach Ilmenau von Weimar aus haben wir das mal gespielt. Und wir haben überall angehalten, haben eine Sache genommen, beim Nachbarn hingestellt, da eine Sache genommen, beim Nachbarn hingestellt. So in jedem Dorf mindestens 5 so Gegenstände. Im Endeffekt ist es halt auch wieder Diebstahl oder sowas. Ja. Aber ich glaube schon, dass die Leute das wiederfinden. So, wenn das in einem Dorf, weißt du, das spricht sich herum. Ey, ich habe plötzlich hier einen Gartenzwerg stehen, der ist doch von dir und so. Aber die Idee finde ich so witzig. Ja. Da haben Kumpels von mir haben halt mal auf einen gefrorenen Teich bei einer Lehrerin von uns alle Gegenstände draufgestellt, während die im Urlaub war. Und dann irgendwie ist halt bis dahin warm geworden und ist die Scheiße geschmolzen. Ist halt alles im Teich gewesen. Ja. Das ist dann halt schon asozialer. Das hätte ich damals auch nicht gemacht so. Ja gut, also Lehrer müssen mit sowas rechnen. Das stimmt, zu Recht auch. Letztendlich. Du hast ja gesagt, die psychisch leiden, die müssen es verdient haben und Lehrer. Ich glaube, das ist die Gruppe, die es am meisten verdient hat. Ja. Auf jeden Fall viel Scheiße gebaut. Während ich hier rede, fällt mir noch so viel ein. Ich habe fucking Fahrräder an einen Kronleuchter gehangen und nur so einen Müll. Einfach nur, weil die Idee halt so dumm ist und also in einem Film würde man es ja auch lustig finden. Aber natürlich, in echt ist dann vielleicht nicht so geil, wenn dann ein Fahrrad an einem Kronleuchter hängt. Also es gibt eine Sache, wo ich sagen muss, die fällt mir auch gerade jetzt erst ein, es war jetzt keine Anzeige, aber wo ich Scheiße gebaut habe, die ich bis heute fast jede Nacht bereue, also nicht ganz, aber ich denke öfter daran und die tut mir immer noch voll leid, die Person. Da war ich bestimmt so 5. Klasse, 6. Klasse, ja, ist ewig her. Und wir mussten immer nach der Schule auf den Bus warten, bis wir halt in unser Dorf fahren konnten, in die Siedlung. No. Und da hatte ich irgendwie, und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, es war Winter, und ich hatte irgendwie, wollte ich einen Schneeball werfen, hab den auch gebaut, da habe ich aber eigentlich gespürt, dass der hart ist, dass irgendwie ein Eisstück drin war, ein bisschen schwerer. Und ich habe mir irgendwie gedacht, ich werfe jetzt mal so irgendwie da in die Gruppe rein, irgendwie so. Wir wollten gerade so Kinder in so ein, also das heißt Kinder, Jugendliche einsteigen in Bus. Ich werf den so in diese Menge rein
Und so ein Mädchen bekommt diesen Schneeball voll auf den Kopf und die fängt übelst an zu heulen, weil es wehgetan haben muss. Und dann, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich habe mich jetzt weggedreht, so als wäre ich es nicht gewesen. Aha. Und diese Szene geht mir nicht aus dem Kopf. Und seitdem weiß ich halt, wenn ich sowas mache, das kriege ich nicht mehr aus mir raus. Hm. Ich kann keine Scheiße bauen, wenn ich Menschen. Ich könnte auch keinen irgendwie ermorden, so aus Spaß. Es gibt ja auch irgendwelche Jugendgangs, die willkürlich. Es war mal so ein Trend in den USA, dass die als Jugendliche vorbeilaufenden Leuten einfach mal vor die Fresse gehauen haben mit voller Bulle, die dann umgefallen sind. Das ist halt, also da ist für mich halt auch kein Unterhaltungswert dabei, so deswegen. Ist es auch nicht, aber sowas, davon bin ich Millionen Jahre entfernt. Also irgendwie. Ich auch, nicht, dass das jetzt irgendwie vielleicht falsch rüberkommt. Nein, aber weiß nicht, und selbst so eine Milch klauen, da würde ich ewig mich da schlecht fühlen. Schon wegen so Pipi-Kram. Jetzt bin ich gebrandmarkt von dir, wegen der Milch. Also ich habe hier noch andere Sachen auf der Liste, die vielleicht schlimmer sind. Ich kenne auch Stories von dir. Ja. Ja, fucking Milch, Alter. Ich kann noch vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, wo wir mal in, ich sag's vielleicht nicht genau, weil dann stifte ich vielleicht Leute an, da auch mal hinzugehen. Also es gibt hier in der näheren Umgebung ein größeres Krankenhaus, was schon sehr, sehr lange leer steht. Und da sind wir, ich glaube, dreimal war ich da jetzt schon insgesamt drin. Zweimal zum Film und einmal so. Da waren sie alle mal drin. Kennst du das? Ja. Ja. Und da sind wir auf der Rückfahrt irgendwie zu fünft im Auto gefahren, was nur 4 Sitze hatte. Wurden deswegen von der Polizei angehalten, weil die Scheibe hinten beschlagen war. Deswegen haben die uns ursprünglich angehalten. Als sie dann aber gesehen haben, dass wir so Jugendliche sind, aus der Richtung kommen, hieß es dann gleich, ach, ihr seid doch die, die in dieses Haus eingestiegen sind. Wurden halt auch irgendwie Polizei kontaktiert und so. Und dann für die Fahrerin hieß es erstmal irgendwie Strafe oder sie hatte halt Angst, dass sie ihren Führerschein verliert. Das ist nicht der Fall. Und Polizisten haben erstmal gar nicht gerafft, dass da 5 Leute drin sitzen. So. Kommen halt so raus, ach, ihr wart doch hier. Dann reden wir so kurz da über das Haus und so und dass wir gar nichts Schlimmes gemacht haben, bla bla. Ich weiß gar nicht, wie wir in die Situation kamen, das zuzugeben. Auf jeden Fall stand fest, wir waren da drin. Und irgendwann so kurz bevor sie uns gehen lassen wollen, hieß es so, Moment, warte mal, ich sehe hier 4 Sitze und 5 Leute, wie ist denn das möglich? Weil halt echt hinten noch einer so im Fußbereich lag und die Polizisten das beim Aussteigen auch nicht so gesehen haben. Und dann hieß es halt, ja, jetzt gibt's auf jeden Fall hier nochmal für die Person am Steuer eine Strafe und so. Und dann ist die eine Person, die zu viel war quasi, weil gerade zufällig ein Bus kam, es war ja inmitten von nirgendwo, kam zufällig ein Bus, ist sie schon vorgefahren. Während die Polizei noch Personalien und so aufnehmen wollte. Die gab's gar nicht, die Person. Ja, die hat's eigentlich gehabt. Wir haben gesagt, schnell, geht da rein. So, was jetzt passiert? Und sie, naja, der ist schon vorgefahren und so. Und eigentlich wollten sie dann tatsächlich sich noch da vor Ort treffen, also da, wo er damals gewohnt hat, wo wir dann in die WG wieder zurückgefahren wären. Aber irgendwie haben sie dann locker gelassen, haben gesagt, okay, scheißegal, jetzt fahrt halt safe, jetzt zu viert heim, ist okay. Wir haben aber angerufen, haben gesagt, Alter, die Polizei hat gesagt, du hättest nicht vorfahren dürfen, die kommen jetzt in 5 Minuten schnell. Und jetzt kommen wir zur nächsten Straftat. Häng mal das Ortsschild ab. So richtig in der Wohnung, ganz präsent. Direkt, wenn du reinkommst, siehst du halt ein großes Ortsschild. Ich habe keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. Häng das mal schnell ab. Und dann, während wir angerufen haben, waren wir schon eine Minute weg von der Wohnung, steigen aus und gucken so durchs Fenster rein und sehen, wie er in Panik schnell die Leiter aufbaut und versucht, das abzuschrauben, kriegt es nicht hin, fliegt von der Leiter fast runter, panisch wieder zurück, hängt die Poster in seinem Zimmer ab und versucht, die Poster vor das Ortsschild zu machen. Und in der Hektik hat er das eine Poster verkehrt rum aufgehangen. Und wir sitzen draußen zu viert und bepissen uns ohne Ende. Es war so gut. Das ist witzig. Das war richtig gut. Ja, und was ja auch im Stream, oder nee, wann habe ich das gesagt? Nee, in dem letzten Hörerwunsch, dieses Ninja-Kostüm, was ja dieses ganze Nosferatu-Sache angefangen hat, auch geklaut. Es war auch fucking geklaut. Ja. Hätte ich das nicht geklaut, würden wir heute nicht hier sitzen, da bin ich ziemlich sicher. Ich kann nur wiederholen, dass die ganze Nosferatu-Geschichte eigentlich auf einer kriminellen Laufbahn basiert. Es ist halt wirklich so, also alles das geklaut. Das habe ich mir auch überlegt. Aber wie gesagt, da sind halt viele Sachen dabei, wo ich sage, dass das jetzt irgendwie moralisch vielleicht nicht rein ist, das ist mir schon klar, aber es ist jetzt wirklich nicht so schlimm, wenn man es mal tut. Wie zum Beispiel jetzt halt Hausfriedensbruch. Als Beispiel zum Beispiel. Breaking Bad. Ja, haben wir so ein Video gemacht. Die machen das auch. Die Fässer, die haben wir nicht gekauft, die wir da verwendet haben. Der Nebel, der in der letzten Szene zu sehen ist, das sind vielleicht auch Feuerlöscher, die wir vielleicht nicht gekauft haben. Dass der Ort, aus dem der Nebel rauskommt, ist halt auch eine Baustelle, wo wir einfach reingegangen sind. Ist vielleicht auch direkt Hausfriedensbruch. In GTA, der Banküberfall.
Ich wette, wenn die Polizei das irgendwie gerafft hätte, das wäre auch, hätte teuer werden können. So, wir haben auch da Nebelmaschine, Feuerlöscher, und hat eine Sirene abgespielt mit so einer Box und haben vorher noch einen Böller gezündet, dass wirklich so Explosion kommt, dann hörst du eine Sirene, also nicht Sirene, sondern und Nebel steigt auf und wir mit Sturmmasken rennen über die Schillerstraße. Also, es ist eine übelst geile Szene. Aber so ganz rein ist die nicht auf jeden Fall. Für die Kunst. Sag ich halt auch. Es ist natürlich bestimmt für den einen oder anderen im Moment, in dem Moment vielleicht erschreckend gewesen, aber spätestens, als man sieht, dass da Monopoly-Geld fliegt. Das macht ja auch besonders irgendwie. Ich finde das schon in Ordnung. Ja. Das sind auch schöne Geschichten, die man erzählen kann. Das stimmt. Noch eine Sache. In der großen Biografie. Vielleicht machen wir irgendwann noch. Wir haben ja jetzt schon 5 Minuten überzogen. Ich überfliege es mal vielleicht kurz. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Sendung. Ja. Vielleicht gibt nochmal jemand 20 Euro aus. Aber ich glaube, es ist geiler, wenn dann das detailliert zu erzählen, als jetzt irgendwie das noch runter zu watschen schnell oder so. Vielleicht, ich will es nicht mal anteasern. Dann sag ich schon, eine Sache erzähle ich noch, um zu zeigen, dass wir auch wirklich asozial waren. Das wissen sie ja noch nicht, die Leute. Das ist ja jetzt eine ganz neue Information. Ein Kumpel von mir, der ist damals sehr frisch 18 gewesen, hat sein Auto bekommen, weil der erste, der 18 war. Und wenn du ein Auto hast, bist du unbesiegbar. So. Ja. Wenn du da irgendwo was wegfindest, wir hatten ja noch so eine Skatehalle, die wir damals aufgebaut haben. Auch illegal. Die haben wir einfach besetzt. Das war quasi unsere kleine Gerbe. Alles, was da drin war, war entweder von da vor Ort oder weggefunden. Mhm. So. Und eines Tages haben wir halt eine Halle entdeckt, wo ich weiß nicht, was es ist, Zwiebelmarkt oder Weihnachtsmarkt oder so. Es wurden sehr, sehr viele Sachen drin gelagert, unter anderem Glühwein. Ohne Spaß, also weiß ich nicht, 300 Kisten Eringsdorfer oder sowas. Wir haben dieses komplette Auto voll bepackt und haben dann irgendwie, ich glaube, es war zu Silvester oder so, haben wir eine dicke Feier bei uns in der Halle gemacht. Wir hatten so viel Suff. Ich habe heute noch ein Foto, wie wir da vorstehen. Wir haben das im Auto in die Garage von der Schwester von einem anderen Kumpel, der da mit war. So viel Shit, Alter, das kannst du keinem erzählen. Ich natürlich nichts davon getrunken, weil ich keinen Alkohol trinke, aber in dem Moment war es halt geil, weil, oh, jo, kostenlos, nice. Würde ich auch nicht mehr machen. Aber Mann, es sind so viele Sachen, die kannst du gar nicht alle erzählen. Wir sind ja schon wieder drüber. Ja, also wie gesagt, liebe Leute, ihr könnt uns nochmal bestellen, dann könnt ihr nochmal extra Robins lange Scheiße-Bauliste abfragen. Ohne Spaß. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 Punkte habe ich noch nicht angesprochen, die ich aufgeschrieben habe. Und nur weil ich die aufgeschrieben habe, ist es ja nicht, dass das alle sind. Wie gesagt, jetzt hier selbst im Podcast, beim Reden kam mir noch so viel. Aber Robin, ich verzeih dir. Man kann das nicht gut finden. Ich verzeih dir, Robin. Und das ist ja das lyrische Ich habe das ja nicht wirklich getan. Genau, ich verzeih deiner Person in der Geschichte. Aber das sind alles so wie mit der Milch, Mann. Das sind so Erfahrungen. Ich habe einfach mal mit einem Stück Holz rumgefriemelt abends, haben wir so Spaß gehabt und dann habe ich mit dem Holz mal versucht, so eine Laterne auszuwamsen. Kennt man ja, man kann da so treten, dass dann die Laterne so ausgeht von diesem Stromkasten da unten, diesen kleinen. Habe ich versucht, das mit so einem Stück Holz zu machen. Mit voller Wucht vor die Laterne gewamst. Der Stock bricht in zwei Teile, das vordere Teil fliegt unkontrolliert weg und steckt in einer Hauswand. Es hat einfach 90 Grad drin gesteckt. Das ist natürlich mega scheiße, ich habe davon nichts so, aber es war halt so ein, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, diesen Moment so, weißt du? Und ich glaube wirklich, hätte ich das in meiner Jugend nicht hin und wieder mal gemacht, ganz selten mal, hätte ich jetzt vielleicht irgendwie doch ernsthafte kriminelle Energien. So. Aber hast du ja nicht. Nein. Habe ich nicht. Jetzt bist du ja auch schon 28, du bist erwachsen. Jetzt bin ich genau geworden. Da, wo Tino ist. Ich sage, wenn, dann für die Kunst. Nur, dass in meinem Fall meine Kunst nicht unbedingt Politik machen ist, sondern geile Videos. Man muss besten Videos. Man muss manchmal Grenzen überschreiten, um auch ein tolles Kunstwerk abliefern zu können. Oder wenn man nach Deutschland migrieren will. Oder aber das. Darüber reden wir erst am nächsten Sonntag wieder im regulären Brennpunkt so Internet. Ist es. Schön. Schlusswort gefunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Max und Jan, wer auch von euch das jetzt auch immer war. Danke an beide trotzdem. Danke an alle Donatoren. Danke an alle Spender. Danke an alle Hörerwunschkäufer. Das war die 11. Ausgabe des Brennpunkt Hörerwunsches. Ja. Wenn man mal hochrechnet, 11 mal 20.
da merkt man, dass es viel Geld ist, ja. Und wir freuen uns sehr. Also es geht ja nicht in uns, ja, wir reinvestieren das ja auch, dass wir auf Soundcloud und auf Spotify sein dürfen und so und spenden das auch nicht an irgendwelche kleinen Kinder. Ich muss dir auf jeden Fall Geld überweisen. Ja, ich weiß. Ja. Und ansonsten bucht uns 20 Euro, ist eigentlich gar nichts für eine Stunde tolle Unterhaltung. Also eine Stunde Stundenlohn, das ist eigentlich sehr wenig für unsere Branche, ja, also ja. Wir sind Stars. Ja, eine Stunde unserer Zeit für 10 Euro. Ich glaube, du hast einen YouTube-Wiki-Eintrag. Ich habe einen, wenn ihr mich googelt, kommt auch rechts so Filmschauspieler und Geburtstag und so. Wir sind Fame. Das ist viel wert. Die gute Lassie hat mir neulich gesagt, dass sie uns beide bei Akinator erfolgreich gespielt hat. Ja, hat sie mir auch erzählt. Genau. Ja. Wusste ich gar nicht, dass ich auch da bin. Ja, ist doch schön. Ich habe es dann auch mal versucht und mich nicht gefunden. Entweder kenne ich mich nicht gut genug. Ja, wahrscheinlich. Sie kennt dich besser als du. Aber da kommen ja auch so Fragen. Ist er durch YouTube bekannt? Und ich so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Macht er Musik? Weiß ich nicht. Also es sind so Fragen, wo ich sagen muss, ja, irgendwie stimmt alles ein bisschen, aber eigentlich auch nicht. So ein Hans Dampf in allen Gassen, der Tino, ja. Der macht einfach alles. Ich tue alles. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auch alles, aber jetzt erstmal den Podcast beenden, würde ich sagen. Genau, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wir waren Robin aus der RAFO und Tino Ranacher und ja. Wir hören uns am Sonntag wieder. Ja. Kauft schnell einen neuen Hörerwunsch, denn jetzt haben wir erstmal keinen mehr in der Pipeline. Genau. Und vielleicht erhöhen wir irgendwann den Preis, wenn wir zu berühmt werden. Kostet der Hörerwunsch dann auf einmal 30 Euro, wer weiß. Das kann also lieber schnell jetzt bezahlen. Richtig. Jetzt zuschlagen. Danke an alle, die es bisher gemacht haben. Ja. Vielen Dank. Ciao, ciao.